antreten. Und da werfen wir zunächst einen Blick zurück in die Herbstpartie. Da spielte man im Donauparkstadion in Linz. Das Spiel endete 1:3, also die Linzer haben damals zu Hause gewonnen. Wir zeigen hier im Augenblick gerade das 0:2, also den 2:0 Führungstreffer durch Laszlo Wasch. Und dann gibt es auch noch das 3:0 zu sehen. Hier war der Torschütze Harry Leitner. Ja, und vor der Begegnung in Gmunden gab es einen Riesenwirbel, denn Trainer Husair Kabashi war vor dieser Begegnung plötzlich und überraschend das Handtuch als Trainer. Bestes Fußballwetter im Gmundner Alpenstadion und Brodeln in der Gerüchteküche über den überraschenden Trainerwechsel beim SV Gmunden. Ja, da gibt es gar nicht viel zu mehr erklären. Es gab eine Missstimmung zwischen der Mannschaft und dem Trainer. Bei einer Spielerversammlung gibt es ein paar Diskussionen und daraufhin hat der Kabashi, was wir eigentlich nicht ganz verstehen, erklärt, er will nicht mehr Trainer sein, und das haben wir zur Kenntnis genommen und das Weitere wird sich zeigen. Eine Entscheidung von Kabashi, die der Vereinsführung anscheinend nicht ganz ungelegen kam. Der neue Mann, Hubert Wimmer, 35 Jahre, von 84 bis 90 Torhüter beim Last seit 3 Jahren in Gmunden. 500 Zuschauer sind ins Alpenstadion gepilgert, die meisten allerdings treue Fans der Blau-Weißen aus Linz, stets gut bewacht vom Gmundner Ordnungsteam. Probleme gab es aber ohnehin nicht. Der SV Gmunden in den gelben Dressen unter neuer Führung, in den ersten 45 Minuten allerdings wenig überzeugend, dafür aber knackiger Zuspruch auf der Ersatzbank. Hier gleich die beste Szene für den SV in der ersten Halbzeit. Ein Kopfballtor von Fred Friedl. Schiedsrichter Klaus Weidecker verlässt sich auf seinen Linesman und gibt den Treffer aufgrund von Abseitsstellung nicht. Friedl überhaupt nicht einverstanden mit dieser Entscheidung. Fred Friedl. Anders die Gäste aus Linz, sie überbrücken geschickt das Mittelfeld und kommen zu guten Chancen. Eine Unachtsamkeit der Gmundner Abwehr, Perzi völlig frei und er verwandelt unhaltbar für Andi Hüttner zum 1:0 für Blau-Weiß Linz. Das Ganze noch einmal in der Wiederholung, viel Übersicht bei Gerald Perzi, keine Chance für Hüttner. Wieder die Linzer Chance für Laszlo Wasch, aber Hüttner diesmal auf dem Posten. Der anschließende Corner, Hasanovic steigt am höchsten, aber auf der Linie gerettet. Und das ist die beste Chance für die Gastgeber in der ersten Halbzeit. Wallmüller probiert es aus der zweiten Reihe, aber keine Mühe für Kramer im Linzer Tor. Jetzt wieder die blau-weißen Flanke Gintersdorfer, Kopfball Hasanovic und die Querlatte rettet für den SV Gmunden. Und wieder die Linzer mit der letzten Möglichkeit vor der Pause. Freistoß Leitner, Gewaltschuss Netzmann und Hüttner rettet zum Corner. Halbzeitstand also 0:1 an die Hüttner mit femininer Haartracht, aber er rettet sein Team vor dem Schlimmsten. Wie verwandelt kommt der SV Gmunden aus der Garderobe. Und jetzt gibt es auch gute Chancen, wie hier durch Harald Niedrist. Und gleich wieder die Gastgeberverwirrung im Linzer Strafraum. Cuprelli behält die Übersicht und das 1:1 in der 57. Spielminute. Danach verabschiedet sich Leitner nach einer gelb-roten Karte. Die Linzer ab der 60. Minute nur noch mit 10 Mann auf dem Feld. Und hier die ausgleichende Gerechtigkeit. Ein Abseitstor von Laszlo Wasch. Zunächst ein Stangenschuss. Wasch stoppt ab und drückt das Leder ins Gmundner Tor. Und Weidecker entscheidet auf Abseits. Eine umstrittene Entscheidung, kommt doch der Ball von der Torstange zurück ins Feld. Im Gegenzug Harald Niedrist, er setzt sich gleich gegen 3 Linzer durch und verwandelt zur 2:1 Führung für den SV Gmunden. Und das Ganze noch einmal in der Zeitlupe, es bleibt schließlich beim 2:1 Sieg der Gastgeber. Hans König begründet die Linzer Niederlage so. Naja, es war im Prinzip sicher ein bisschen unglückliche Niederlage, weil wir haben, glaube ich, es ist schwer zu sagen, zumindest von meiner Position her, das reguläre Tor in der Minderheit schon geschossen zum 2:1, der was vom Posten zurückgesprungen ist, zu einem Stürmer und der anderen reingespielt. Und
der Situation, glaube ich, kann es kein Abseits mehr gewesen sein. Dann hätte er vorher schon drin sein müssen beim Schuss oder was. Das war, glaube ich, eine Fehlentscheidung vom Outlager. Aber im Prinzip haben wir es natürlich vorher schon selber geschwächt. Unachtsamkeit beim Tor zum 1:1. Und dann gravierend war natürlich auch, dass wir dann die gelb-rote Karten gekriegt haben in einer Situation,